Herzlich willkommen zu einem neuen Zumumba-Video, präsentiert von zumumbafans.de. Heutiges Thema ist: Wie verdiene ich 2 Dollar im Zumumba, ohne dafür Geld auszugeben? Ich fange mal an mit, sage ich mal, Level 1. Also ab Level 1 könnt ihr das Kino nutzen, habt da auch immer 1 2 Dollar zur Verfügung, wenn ein Video da ist. Ich habe hoffentlich heute Glück und ich habe auch Glück und habe ein Video zur Verfügung. Genau. Und das läuft jetzt kurz durch. Und dann habt ihr eigentlich in Kürze einen 2 Dollar verdient. Was auch zu sagen ist, wenn im Kino, also meistens zumindest so, wenn ihr nur von Big Point irgendwelche Spiele Trailer sieht, ist meistens kein neues Video bei Cash for Action. Aber wenn ihr jetzt irgendein anderes Video sieht von irgendeinem Hersteller oder von irgendeiner Firma, kann es gut sein, dass in Cash for Action irgendwo Videos zu finden sind. Das hatte ich sehr oft schon so gehabt, dass ich dann die Videos doppelt gesehen habe. Aber Vergütung erhalten gehen und dann habt ihr einen 2 Dollar verdient. Die weitere Möglichkeit ab Level 1, wie eben kurz erwähnt, das Cash for Action und Video schauen, gibt es einmal Sponsor Pay, Supersonic Ads, Metomi, Token Ads. Da überall sind Videos verfügbar. Ihr könnt bei Cash for Action natürlich auch Umfragen machen oder hier durch mal hier registrieren und irgendwie jetzt abgezogen und da hier 63 2 Dollar. Aber ich mache sowas nicht. Ich bleibe derzeit bei Filme. Was ihr dann macht, wo ihr eure Daten angeben möchtet, muss halt ihr selbst entscheiden. Möchte jetzt keinen reinreden. Beispiel dieses Great Britain You're Invited Video habe ich, glaube ich, jetzt schon das 50. Mal schon gesehen oder so. Also sehr, sehr häufig, auch schon im Kino. Das ist ganz praktisch. Ihr könnt das ganz ruhig nebenher laufen lassen. Das läuft dann eben mal kurz durch. Und schon habt ihr einen 2 Dollar verdient. Dann die weitere Möglichkeit, 2 Dollar zu verdienen, auch ab Level 1 rein theoretisch, ist den Tagesaufgaben. Ich meine mit theoretisch deshalb, weil es sehr, sehr selten ist, dass ihr eine Aufgabe habt für einen 2 Dollar. Die weitere Möglichkeit, 2 Dollar zu verdienen, Anführungszeichen, ist, wenn ihr Supermedizin, Kraftfutter oder Superfutter füttert, kann es passieren, dass ihr einen 2 Dollar zurückerhaltet. Also, auch wenn ihr das nicht vorgekauft habt. Also auch quasi verdienen. Dann noch eine Möglichkeit, 2 Dollar zu verdienen, nicht unbedingt in Level 1 machbar, ist über die Puzzles. Hier, also im ersten Puzzle gibt es noch keine 2 Dollar, im zweiten gibt es 10, dann glaube ich 15 und dann 25 2 Dollar, so im Dreh rum. Also es gibt immer so als Belohnung noch Pet Pennies und Erfahrungspunkt und 2 Dollar für die letzten drei Puzzles. Und wenn ihr dann das Platin-Puzzle fertig habt, das ist dann meist im höheren Level. Das heißt, höher kommt an, wie schnell man da oft mal ein Spiel und so weiter. Also Level 1 ist es kaum machbar, das Puzzle fertig zu kriegen. Sage ich mal so. Und dann erhaltet ihr als Belohnung fürs Platin-Puzzle die Zooband. Die Zooband ist eigentlich wie ein normales Gebäude, nur dass sie alle 24 Stunden einen Zoo-Dollar abwirft. Die müssen natürlich wie bei einem normalen Gebäude auch selber ernten und habt dann eigentlich zuverlässig einen Zoo-Dollar als Quelle. Genau. Sie steht bei mir im verborgenen Zoo, ist noch nicht ganz fertig, aber ihr seht ja hier oben. Wenn es fertig ist, kann ich einen 2 Dollar mir ernten oder abholen. Genau, und dann noch die Möglichkeit, ab Level 11, beim Level Up, erhaltet ihr 3 2 Dollar.
Ich denke mal, ich habe jetzt alle wichtigen oder ja, alle Maßnahmen genannt. Noch einmal kurz zusammengefasst: Es gibt das Kino, könnt ihr euch Filme anschauen. Dann gibt es Cash for Action. Wie ihr seht, könnt ihr das Video nebenher laufen lassen, macht den Ton aus, läuft nebenher. Wenn es fertig ist, einfach schließen und dann kriegt ihr den einen 2 Dollar irgendwann gebucht. Gucken wir mal kurz, ob irgendwo noch ein 2 Dollar versteckt ist. Ja, hier ist also bei Metromi gibt es also, Supersonic Ads, bin ich jetzt glaube ich gerade, gibt es eigentlich sehr viele Videos, wie ihr oben sehen könnt. Lief es eigentlich recht gut. Bei Token Ads und bei Sponsor Pay, die bieten sie rein theoretisch an, haben aber sehr, 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 sehr selten Videos zur Verfügung. Genau, also das Kino gibt's, Cash for Action könnt ihr nutzen, natürlich nicht nur Videos in Cash for Action, auch Umfragen machen, wie ihr möchtet. Dann bei Tagesaufgaben gibt es einen 2 Dollar, dann wenn ihr bei Gabe von Supermedizin, Kraftfutter oder bei Superfutter, kann es passieren, dass euch ein 2 Dollar heraushüpft. Oder, das habe ich eben auch glaube ich, eben vergessen zu erwähnen, wenn ihr ein Tier adoptiert, kann es auch sein, dass ihr einen 2 Dollar zurückgehalten. Also wenn ihr jetzt ein Sofortbaby auswählt, bekommt ihr auch einen, hier, das meine ich mit Adoptivbaby, wenn ihr jetzt sofort kaufen, klicken würdet, bekommt ihr rein theoretisch irgendwann mal rein zufällig einen 2 Dollar zurück. Also auch eine sehr, sehr seltene Methode. Dann natürlich noch 2 Dollar zu verdienen, natürlich noch die Puzzles zu machen. Gibt es hier auch mehrere 2 Dollar und am Schluss die Specials-Belohnung, die ist echt super, also ich finde sehr gut gemacht. Die Zooband, wo es einen 2 Dollar pro Tag gibt. Und natürlich noch 2 Dollar bei Level Up ab Level 11. Das waren eigentlich die Möglichkeiten, sich 2 Dollar nebenbei zu verdienen. Also mit dem Video schauen und mit der Zooband habe ich eigentlich in der Woche so durchschnittlich 15 Zoo-Dollar pro Woche. Das ist also schon irgendwie machbar. Es klappt nicht immer so ganz, aber in der Regel jetzt mittlerweile mit dem Kino ist es drinne. Also es ist ja eigentlich immer relativ machbar, sich da Videos reinzuziehen. Ja, genau. Also, das zu dem Thema wird die 2 Dollar. Natürlich könnt ihr auch 2 Dollar ganz normal im Payment-Bereich kaufen. Für teuer Geld. Aber, ja. Das war es eine kurze Möglichkeit, wie ihr das kostenlos machen könnt. Ich sag dann mal, danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Wenn ihr noch irgendwie Fragen, Wünsche, Anregungen, sonstiges äußern möchtet, gerne in die Kommentare unter diesem Video posten. Wir haben sehr gerne Kritik, wir beantworten sie auch sehr gerne. Und sagt dann mal danke, tschüss und auf Wiedersehen fürs Zuschauen. Oh Gott.